Ja, heute möchten wir euch mal unserer Meinung nach die drei besten Auto-Stuntspiele vorstellen, beziehungsweise solche kleine Autospiele halt. Also keine Rennspiele wie Asphalt 7 oder Wheel Racing oder so, sondern eben solche kleine Autospiele. Viel Spaß! So, wir beginnen jetzt mit Extreme Road Trip 2. Und zwar sieht man hier, das hat Game Center Anbindung. Jetzt drücken wir einfach mal auf Play. Dem Spiel geht es eben darum, hier so viele Stunts zu machen. Das kann ich euch dann zeigen. Hier eben über die Tasten tut er sich eben nach links oder rechts bewegen, je nachdem welchen mal bewegt. So, dann wie ihr seht, gibt es immer verschiedene Karten. Da unten haben wir die Benzinanzeige. So, warten bis ich mal ein bisschen höher springe. So, dann kann ich jetzt hier eben verschiedene Stunts machen. So, wenn ich hier, habt ihr gesehen, ich habe ein perfektes, also ich bin perfekt gelandet, dann bekommt er eben Geschwindigkeitsschub und dann sieht man hier oben auch noch die Münzen, mit denen kann man sich dann eben neue Autos kaufen, die dann eben auch besser sind. So, hier hatten wir nämlich zum Beispiel eine Mine, die hat uns jetzt hochkatapultiert. So, da oben rechts seht ihr auch immer, was ihr gerade gemacht habt. So für Stunts. So, jetzt kriege ich es gerade nicht so richtig hin. Da haben wir dann eben noch die Distanz, die man eben gefahren ist. Da haben wir das Beste. Da haben wir welches Level. Ja, können wir eben noch das andere Auto nehmen. Ja, und das ist eigentlich ein tolles Spiel. Dann kommen wir jetzt zum nächsten. Und zwar ist das Offroad Legends. Sehen wir uns hier, kann man auch hier das Auto angucken. Sehr schön. Können wir jetzt hier eben Karriere, Statistiken, dann können wir noch Optionen. Haben wir hier verschiedene Level. Bin gerade im fünften. Hier noch Garage. Kann man sich neue kaufen, wenn man will. So. Jetzt machen wir hier mal weiter. So. Hier sieht man, hier tut man eben, hier ist das Gaspedal und das Brems und hier tut man halt, wenn man in der Luft ist, zum Beispiel jetzt, wenn ich hier dehne, dann geht er eben nach links. Dann haben wir oben in der Mitte die Zeit und dann sehen wir oben links, ja, jetzt bin ich gerade kaputt gegangen. Oben links sieht man eben die Zeit, die man erreichen muss, um 3 Sterne zu bekommen. Also man darf nicht länger als 51 Sekunden verbrauchen, um eben 3 Sterne zu bekommen. Unten in der Mitte haben wir noch die, ja, den Zustand des Autos, 4% eben. So, na, ist auch nicht so toll, probieren wir es nochmal. Ja, und hier gibt es dann hier auch, jetzt sind wir ja in der Wüste, dann gibt es noch andere Klimazonen. Ah, da unten, wenn wir da reinfahren, dann explodiert es. So. Ja, jetzt sind die Vorderreifen weggegangen. Können wir hier auch auf Pause und dann noch einmal probieren wir es. Aber ich finde, das Spiel macht richtig Spaß. Darum haben wir auch noch Nitro. Und dass man dann eben Nitro bekommt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum letzten Spiel. Und so, dann kommen wir jetzt auch zum letzten Spiel. Und zwar nennt sich das Moto X Mayhem. Wir gehen jetzt gleich mal auf Play. Das andere ist ja nicht so wichtig. Da gibt es ja eben verschiedene Inseln. Wenn man sich das Spiel kauft,
Dann kriegt man eben vier Inseln mit verschiedenen Schwierigkeiten. Kann sich eben noch andere dazu kaufen. Gehen jetzt einfach mal auf die erste Insel. Ja, und der Spielstand wird jedes Mal zurückgesetzt. Das heißt, man muss immer neu beginnen. So, jetzt haben wir hier eben das Motorrad. Sieht man auch nochmal die Lenkung. Zwar hier. Ja. Hier eben Gas geben, wenn man hier eben so nach oben kann, auch noch andere Steuerungen einstellen, dann eben neigen. Zwar ist das Ziel, dass der eben nicht auf dem Kopf liegt, dass man eben so die Level durchkommt. Oben links hat man die Zeit, die beginnt immer, wenn man zum ersten Mal auf Gas drückt, und ja, dann. Da unten sieht man, wie viel Leben man für das Level braucht hat. Bin halt gerade kurz gestorben. Probieren wir das nochmal kurz. Also man kann auch als Steuerung einstellen, dass man Pfeiltaschen bekommt, so wie wir es auch im Spiel vorher gesehen haben. Aber wir finden, so ist es besser, so macht es mehr Spaß, weil so kann man eben schön das ausbalancieren, So, indem dann man halt neigt. mit gleich mal ins zweite Level. Man kann sich aber jetzt nicht irgendwie neue Motorräder oder so kaufen, hat die ganze Zeit das. Man kann da auch nichts weiteres machen. Mit dem iPod oder mit dem iPhone ist das mit dem Neigen natürlich noch mal ein bisschen besser, weil es halt eben kleiner ist. Jetzt können wir auch mal die andere Insel gehen. Jede Insel hat 10 Level. Ja, sehen wir jetzt auch, dass hier jetzt ja, eine andere Klimazone. Haben hier jetzt eben solche im Gebirge. Oder was das sein soll. Ja, sehen wir, das ist jetzt auch schon ein bisschen schwieriger. Ja, uns macht das Spiel, dieses Spiel hier, am meisten Spaß von diesen drei Spielen. Ihr findet nochmal alle Namen der Spiele in der Videobeschreibung. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung auch die Links zu Twitter und Facebook, damit ihr uns da folgen könnt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.